Schönen guten Tag. In diesem Video zeige ich euch den Online-Campus der IU und die ganzen digitalen Möglichkeiten, die sich im Online-Studium und Fernstudium an der IU für euch bieten. Ja, nicht nur im Fernstudium, sondern auch in den anderen Studienmodellen an der IU, im berufsbegleitenden Studium und so weiter hat man in der Regel auch Zugriff auf diese Möglichkeiten, die ich euch hier zeige. Also ich zeige euch MyCampus. Ja, das ist der Online-Campus im Prinzip, über den man Zugriff auf die Materialien in seinen Modulen und so weiter hat. Wir gucken uns mal an, wie es aussieht mit der Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren. Ich zeige euch auch die Skripte, ja, sowohl die gedruckten als auch die digitalen Skripte. Und im Zusammenhang mit den Skripten zeige ich euch natürlich auch die Möglichkeiten, die man hat, diese Skripte über die IU Learn App am iPad zu bearbeiten und was es sonst noch so alles gibt an vielen digitalen Möglichkeiten an der IU. Das zeige ich euch jetzt alles in diesem Video. So, Freunde, also wenn ihr euch hier anmeldet an der IU, bekommt ihr relativ schnell eure Zugangsdaten und mit diesen Zugangsdaten könnt ihr euch zum Beispiel erstmal hier in das sogenannte Campus Management System CARE einloggen. Ja, das sieht dann so aus, ist ein bisschen veraltet mittlerweile, weil viele Funktionen, ja, die man hier so hat, die sind dann auch mittlerweile in MyCampus verfügbar, was ich euch gleich zeige. Aber ich will es euch nochmal zeigen, ja, dieses Campus Management System, da könnt ihr euer Studium an der IU so ein ganz kleines bisschen verwalten. Also ihr seht, ihr habt hier eine Übersicht, beispielsweise über Ansprechpartner im Studium. Ja, also ihr findet hier einfach E-Mail-Adressen für das Studierendensekretariat und so weiter und habt hier wirklich auch noch alle möglichen Informationen einfach. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure Kurse, also die Module zu belegen. Das geht mittlerweile auch über MyCampus, deswegen zeige ich euch das dann dort genauer. Ihr findet hier Informationen zu den Prüfungen, zu den Prüfungsformen. Hier habt ihr noch so einen kleinen, ja, Informationen zu Veranstaltungsreihen. Dann habt ihr hier den Zugriff auf die Online-Bibliothek. Auch das geht mittlerweile über MyCampus. Ja, deswegen will ich euch das alles nicht zu sehr im Detail zeigen. Ihr seht, hier kann man ein Profil bearbeiten, hat Zugriff auf Nachrichten, aber auch das ist hier wirklich nicht mehr relevant. Ja, also dieser ganze Bereich, den wird die Hochschule, denke ich mal, nach und nach wirklich in MyCampus überführen. Und MyCampus, das ist die eigentliche Lernplattform der IU und ich würde sagen, die schauen wir uns erstmal genauer an. So, also hier sind wir in MyCampus. Ja, kann man dann über mycampus.iobh.de aufrufen. Ihr seht, hier im Namen hat man noch das IOBH. Also vielleicht wird es ja auch irgendwann mal in IU.de umgenannt oder weitergeleitet. Und das ist die eigentliche richtige Plattform neben der IU Learn App im Fernstudium an der IU. Also ihr seht, wir sind hier gerade im Dashboard-Bereich und da hat man so eine kleine Übersicht über, ja, wichtige Funktionen, wichtige Seiten. Ja, hier hat man sogar einen Kalender an der Seite und hier sieht man dann, was man so für Module belegt hat. Ja, also wenn ihr noch nie studiert habt und noch nicht so richtig wisst, was so ein Modul ist, das ist im Prinzip eine Lerneinheit, ja, da beschäftigt man sich mit einem Thema auf verschiedene Arten und Weisen, ja, schreibt da eine Prüfung dazu. Wenn man an einer normalen Präsenzhochschule ist, ja, dann setzt sich so ein Modul in der Regel aus einer Vorlesung zusammen, dann hat man noch ein Seminar dazu, dann hat man vielleicht noch eine Übung dazu, ja, und dann am Ende des Semesters schreibt man für dieses Modul eine Klausur oder eine Hausarbeit oder was auch immer. Ja, im Fernstudium ist es so ähnlich und diese Module, die man dann hier belegt hat, die sieht man dann hier auf der Startseite, auf dem Dashboard von MyCampus. Dann hat man hier eine sehr praktische Hilfefunktion. Ja, wenn man jetzt keine Lust hat, den Studienservice anzuschreiben, ja, wo es manchmal dauern kann, bis da eine Antwort kommt, wobei ich sagen muss, immer wenn ich den Service bis jetzt angeschrieben habe, kam die Antwort in der Regel entweder am nächsten Werktag oder am übernächsten Werktag, teilweise sogar an Samstagen. Aber wenn man da keine Lust hat zu warten, ja, schaut man einfach mal hier oder sollte man generell immer, bevor man da irgendjemanden anschreibt, machen, ob man da eine Antwort finden kann. Kann das Ganze hier einfach so ein bisschen durchsuchen, findet dann hier wirklich jede Menge Antworten auf seine Fragen. Dann gibt es hier so einen News-Bereich, ja, da werden einfach so ein paar Sachen gepostet, immer schön auch mit Bildern, so in diesem typischen Stil der IU, ja, zu irgendwelchen Dingen, die wirklich aktuell sind. Also kann man sich da hier auch mal noch mal ein bisschen durchklicken. Dann gibt es hier einen Community-Bereich, den zeige ich euch jetzt im Verlauf von diesem Video noch ein kleines bisschen genauer, beziehungsweise die Funktionen, die man hier hat, um mit anderen in Austausch zu treten. Und dann gibt es hier diesen sehr wichtigen Bereich Studium verwalten. Was man hier machen kann, ist im Prinzip das, was ich euch eben schon bei CARE gezeigt habe, also im Campus Management System. Hier könnt ihr eben zum Beispiel, ja, das ist ganz wichtig,
eure Kurse buchen. So, also hier haben wir die Kursbuchung. Also hier kann man seine einzelnen Module belegen. Ja, wird ja auch ein bisschen nach Semestern aufgeteilt, aber man kann hier letztendlich auch Module aus späteren Semestern belegen. Je nach Zeitmodell, ja, was man hier an der IOBH oder an der IU wählt, kann man ja pro Semester so und so viele oder pro Studienhalbjahr so und so viele Module belegen. Ich kann momentan keine mehr belegen. Wenn man jetzt Vollzeit studiert, kann man 30 Leistungspunkte im Semester belegen. Ja, das sind dann hier in der Regel so 4, 5, 6 Module, je nachdem. Klickt man hier einfach auf Anmelden, ja, und schreibt sich dann ein. Und wenn man dann hier angemeldet ist für so ein Modul, dann taucht das hier auch schön im Dashboard auf. Oder man kann sich dann die Studienunterlagen und so weiter runterladen und anschauen und kann dann anfangen, sein Modul zu bearbeiten. Ja, dann hat man hier noch ein bisschen mehr. Hier kann man sich für Klausuren anmelden, ja, hat auch eine Übersicht über seine Noten und so weiter. Also ihr seht, ja, hier kann man auch direkt über MyCampus schon mittlerweile einen recht großen Teil seines Studiums verwalten. Ja, dann gibt es hier nochmal das Infocenter, das ist so ein bisschen wie Hilfe und Kontakt. Da findet man auch noch eine ganze Menge Informationen über sein Studium. Ja, gerade wenn ihr hier neu seid an der IU, klickt euch da hier überall mal durch und lest euch die ganzen Informationen hier mal so ein bisschen durch. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ein Modul oder die Module genauer an. Ja, also ihr seht, ich habe hier verschiedene Module belegt und das Modul, das ich momentan wirklich aktiv bearbeite, ist hier dieses Modul Personal und Unternehmensführung. Ja, da habe ich auch hier ein dickes, fettes Studienskript dazu, ja, das ich momentan bearbeite. Wobei ich sagen muss, dass ich das hier am iPad bearbeite, gucken wir uns dann auch gleich nochmal genauer an. So, und wenn man dann hier über das Dashboard in so ein Modul reingeht, ja, hat man hier so eine Übersicht über alles, was relevant ist für dieses Modul. Das erste, was man hier hat oder sieht, sind die Modul-News. Also hier postet der Verantwortliche für das Modul die ein oder andere News hier rein. Gibt auch noch andere Stellen, ja, wo man sich diese News genauer angucken kann, nämlich über ja, die Community-Funktion von Microsoft Teams. Gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier noch so einen News-Button drunter. Also ich weiß nicht, warum das hier zweimal steht. Ja, da hat der Verantwortliche wahrscheinlich Fehler gemacht bei der Einrichtung. Also ihr seht, hier kommt man in so ein kleines Newsforum. Dann gibt es hier so einen Abschnitt Skripte. Ja, und hier finde ich alles, was ich zu meinen Skripten wissen muss. Also ich kann beispielsweise hier mein gedrucktes Skript bestellen, ja, was ich auch gemacht habe. Hat dann ungefähr, ich glaube bei diesem Skript hat es ungefähr eine knappe Woche gedauert, bis es dann hier tatsächlich auch geliefert wurde, nachdem ich das bestellen kann. Man muss es aber nicht bestellen. Ja. Man kann seine Skripte auch wirklich durchgehend digital am iPad lesen. Ich lese das auch am iPad. Das ist für mich momentan so, dass ich das allererste Durcharbeiten mache hier momentan über das iPad. Ja, es ist halt für mich gerade sehr bequem. Ich will auch mal die Learn-App so ein kleines bisschen ausprobieren oder die Reader-App und für das richtige Durcharbeiten dann oder das Erstellen von Karteikarten und so weiter und Lernkarten nutze ich dann hier dieses gedruckte Skript. Da kann ich mir auch noch viel einfacher Markierungen machen. Ihr seht, das Skript kann man sich dann auch als PDF runterladen, kann das dann auch als PDF lesen, ja, auch wenn man es vielleicht sich selber ausdrucken möchte oder sowas und nicht bestellen will, dann kann man sich das hier tatsächlich dann auch als PDF-Datei runterladen und dann kann man sich hier auch noch eine Literaturliste runterladen. Da findet man dann auch die ganze Literatur, die an sehr vielen Stellen in diesem Skript erwähnt wird. Und die Literatur, ja, kann man dann auch anhand der Liste sich die wichtigste Literatur tatsächlich hier über die virtuelle Bibliothek, ja, oder die ganzen Bibliotheksfunktionen der IU entweder runterladen, ja, oder gucken, ob das da irgendwo vorhanden ist. Das zeige ich euch dann alles nochmal genauer. So, ihr habt ja das Skript, ja, das ist das, was ich hier gerade durcharbeite. Das ist dann als PDF-Datei. Das gesamte Skript hat man dann auch wirklich schön hier sozusagen als PDF-Datei vor sich. Also hier, ich kann euch ja schon mal so ein ganz kleines bisschen zeigen, wie dieses Skript aussieht und aufgebaut ist. Wie gesagt, ich lese das momentan hauptsächlich am iPad. Gucken wir uns dann gleich alles nochmal genauer an. Dann geht es hier weiter. Hier seht ihr, hier hat man eine ganze Reihe an Musterklausuren zur Verfügung. Ja, können wir uns ja auch mal eine angucken, wie das dann aussieht. Ist natürlich ganz praktisch, wenn man sich so eine Musterklausur schon mal anguckt, während man das Skript liest, ja, oder auch nachdem man das erste Mal durchgelesen hat, ja, bevor man sich dann seine Lernkarten und sowas erstellt, einfach damit man ein bisschen besser versteht, was wird denn hier alles dann abgefragt. Also ich habe jetzt von diesem Skript ja ungefähr schon so ein Drittel gelesen und durchgearbeitet, ja, oder sagen wir mal ein Viertel. Würde ich jetzt hier mal reingucken in so eine Musterklausur, wenn ich hier die allererste Frage lese, ja, wie nennt sich in der Prinzipalagenttheorie die Gefahr, dass der Prinzipal einen ungeeigneten Agenten einstellt? Ja, kann ich es beantworten?
Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht so genau. Ich würde jetzt sagen, Moral Hazard habe ich auf jeden Fall gelesen davon. Da ging es auch hier an einer Stelle darum. Das hier würde ich jetzt wahrscheinlich ankreuzen. Ja, das hier würde ich wahrscheinlich ausschließen. Ja, aber ich weiß es eben nicht so genau. Und das kann man dann alles nochmal schön überprüfen hier mit diesen Musterklausuren. Also ihr seht, hier werden jetzt nicht nur Fragen gestellt über diese Multiple-Choice-Antworten, ja, die man dann hier anklicken muss, sondern man muss hier teilweise auch mit Freitext dann diese Klausur hier ausfüllen und bearbeiten. Also das könnt ihr alles dann mal euch anhand der Musterklausuren hier anschauen. Dann gibt es hier die Online-Tests, ja, das sind die Wissenskontrollen. Die hat man im Prinzip auch so in der Art so ein bisschen direkt in den Skripten, also sind ja interaktive Skripte, wenn man die mal am iPad bearbeitet. Da werden nach jeder Lektion eigentlich mal schon so ein paar Fragen gestellt, gucken wir uns dann gleich mal genauer an. Hier hat man auch die Möglichkeit oder sollte man dann auch, ich glaube, das muss man sogar machen, bevor man sich dann für die Klausur anmeldet, hat man hier die Möglichkeit, diese Tests zu bearbeiten. Also klickt man dann hier drauf und kann dann anfangen, hier so einen Test durchzuführen. Ja, also hier werden dann eben auch Fragen gestellt, die so ein bisschen so Fragen sind wie in der Klausur. Kann man sich natürlich, ja, wenn man dann hier zu Hause am Schreibtisch ist, das Skript zur Hilfe nehmen und diese Fragen dann hier so nach und nach beantworten. Dann gibt es hier in diesem Modul noch den sogenannten Kursfeed. Ja, und dieser Kursfeed ist eigentlich oder ermöglicht den Zugang in eine Gruppe von Microsoft Teams. Also, wenn ihr Microsoft Teams noch nicht kennt, das ist ein ganz zentrales Stück Software, ja, für das Studium an der IU, ist im Prinzip einfach nur ein Teamchat, über den man sich dann verschiedene Gruppen einschreiben kann. Hier auch an der IU, also eine Gruppe für einzelne Module, die man belegt, eine Gruppe für sein Studium. Es gibt auch Regionalgruppen, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Für dieses Modul hier, das ich hier belegt habe, Personal und Unternehmensführung, gibt es auch eine Teams-Gruppe. Ja, dann klickt man hier auf diesen Link, der hier ein bisschen versteckt zu finden ist. Ja, und dann kommt man hier erstmal in so ein Portal. Das muss man sich natürlich hier erstmal ein bisschen versuchen zurecht zu finden. Ja, also ich habe ja auch eine ganze Weile gesucht, wie komme ich jetzt in diesen Teams-Chat rein. Ja, und dann klickt man einfach hier auf diesen Button und kommt dann hier in diese sogenannten Power-Apps rein. Ja, also es ist ein bisschen verwirrend, finde ich zumindest alles. Das könnte alles noch ein bisschen einfacher und übersichtlicher gestaltet sein. Jetzt muss man sich hier da irgendwie dann noch irgendwo anmelden. Ja, und wenn man sich dann eine ganze Weile durchgeklickt hat, irgendwann landet man dann tatsächlich mal in Microsoft Teams. Also hier haben wir die Kursfeeds. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum das Kursfeeds heißt. Ist ein bisschen verwirrend und so von der Benennung her. Ja, also ich bin eigentlich, würde ich mal sagen, ein Power-User. Deswegen finde ich mich hier auch relativ schnell durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere von euch, der nicht so geübt ist irgendwie im Umgang mit diesen ganzen Softwaremöglichkeiten, hier erstmal eine Weile braucht, ja, bis der sich da richtig zurechtfindet. So, und ihr seht hier, finde ich auch eine Übersicht nochmal über die Module, die ich belegt habe. Ja, und jetzt kann ich mich tatsächlich auch in diesen Teams-Chat einschreiben oder ausschreiben. Ja, ich bin jetzt hier bei Personal und Unternehmensführung schon eingeschrieben. So, und dann habe ich das Ganze nach einer Weile in Teams, ja, verfügbar. Und so Microsoft Teams kann man sich als App auf seinem Rechner installieren. Ja, je nachdem, ob ihr jetzt Windows- oder Mac-User seid, könnt ihr das installieren. Ich selber habe das auch installiert, benutze es aber hauptsächlich unternehmensintern, ja, wenn man das halt häufig nutzt, um so Videokonferenzen und sowas zu machen. Ihr könnt das Ganze aber auch im Browser benutzen. Ja, ich lasse das jetzt hier mal über den Browser laufen und ihr seht, ja, ich bin hier über Teams in verschiedene Gruppen eingeschrieben. Also ich habe hier eine Campus-Gruppe für die IU. Ich bin hier in die Gruppe Initiative Hochschulentwicklung eingeschrieben, ja, so eine Initiative, über die ich ja auch schon mal auf diesem Channel so ein bisschen was erzählt habe, ja, in einem Video, wo so ein bisschen über, ja, verschiedene Kritiken an der IU berichtet wird, schaut da vielleicht auch mal rein, da erzähle ich auch, was diese Initiative macht. Also in diese Gruppe bin ich hier und jetzt habe ich hier meine Gruppe zu Personal und Unternehmensführung, ja. Also wenn ich hier in diese Gruppe gehe, dann finde ich hier erstmal einen Haufen News, die hier gepostet werden von dem verantwortlichen Prof für dieses Modul. Ja, der schreibt dann hier die eine oder andere Sache. Wenn ich dann hier so durchklicke, ja, finde ich wirklich einen Haufen Informationen, insbesondere auch zu den Klausuren. Ja, könnte ich dann hier Fragen stellen. Also ich kann hier dann einfach eine neue Unterhaltung starten und bekomme danach eine Weile hoffentlich eine Antwort, ja, beispielsweise von dem verantwortlichen Prof, der dann hier auch reagiert auf solche Fragen oder von Kommilitonen. So, dann gibt es noch die sogenannten Live-Tutorien. Ja, die werden jetzt, glaube ich, nicht in jedem Modul angeboten, aber mein Modul hier, was ich belegt habe, Personal und Unternehmensführung, ist es der Fall.
Also die werden auch hier über diese Teams-Gruppe, über diesen Teams-Chat organisiert. Und Live-Tutorium ist letztendlich eine Videokonferenz, ja, die dann hier über Microsoft Teams absolviert wird. Also man sitzt dann da mit seinen Kopfhörern, ja, mit Mikrofon, bespricht dann einfach in der Gruppe mit dem Prof sozusagen die Inhalte nochmal dieses Skripts. Man muss da nicht dran teilnehmen, ja, aber man kann dran teilnehmen. Also wir haben es momentan hier Ende Januar, ja, das letzte Live-Tutorium fand jetzt vor ein paar Tagen statt. Ihr seht, ja, das hat insgesamt eine Stunde gedauert, ja, also dauert jetzt nicht so lang, fand auch abends statt. Das heißt, so eine Uhrzeit, die dann wirklich auch für jeden, der irgendwie berufstätig ist oder für die meisten ganz gut machbar ist. Ja, man muss, wie gesagt, nicht dran teilnehmen, kann aber dran teilnehmen. Es wird jetzt auch nicht in jedem Modul so angeboten, ja, aber in vielen Modulen, gerade in großen Modulen, wie das hier der Fall ist bei Personal und Unternehmensführung, werden dann auch so eine Tutorien angeboten. Gehen wir mal zurück in MyCampus. Also es gibt ja noch hier diesen Abschnitt Community und da findet man wirklich einen Zugang noch zu ganz, ganz vielen anderen Gruppen. Ja, also man könnte sich jetzt hier eine regionale Gruppe raussuchen. Ja, also ich lebe beispielsweise in Thüringen. Ja, habt ihr ja gesehen, hier in Teams bin ich hier auch in so einer, ja, Regionalgruppe für Thüringen. Beispielsweise, oder ihr sucht euch einfach eine Gruppe zu einem bestimmten Thema raus, ja, das kann auch irgendein Fun-Thema sein, ich habe jetzt nicht durchgeguckt, oder ihr sucht euch natürlich hier einfach die Gruppe für euer Studium raus, ja, also für einen bestimmten Studiengang, ja, ihr studiert beispielsweise BWL an der IU, ja, oder hier angewandte Psychologie und dann klickt ihr einfach hier drauf und dann könnt ihr euch da wirklich direkt in so eine Gruppe für Teams einschreiben. Also hier empfiehlt sich auf jeden Fall, dass ihr euch Teams auf eurem Rechner installiert und lernt, damit zurechtzukommen, weil das ist wirklich ein ganz zentrales Tool, auch für die Kommunikation mit anderen, ja, für die Live-Tutorien und all das, was hier so für Möglichkeiten gibt an der IU, und damit solltet ihr einigermaßen zurechtkommen. Nochmal zu den Modulen zurück. Also ich hatte euch ja gezeigt, wie es aussieht hier bei Personal und Unternehmensführung. Ich habe auch noch andere Module belegt, zum Beispiel hier Buchführung und Bilanzierung. Da gibt es andere Möglichkeiten dann in diesem Modul. Hier gibt es auch so einen News-Abschnitt. Hier wird hier oben auch schon gleich einiges erklärt, auch organisatorisches. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mir Gesetzestexte runterzuladen, ja, weil in diesem Modul Buchhaltung und Bilanzierung, da braucht man beispielsweise ein HGB, ein Handelsgesetzbuch. Und für die Klausur, wenn man so eine Online-Klausur schreibt, braucht man das auch als PDF-Datei, kann man sich hier runterladen. Dann kann ich hier natürlich auch mein Skript für dieses Modul runterladen als PDF-Datei, eine Literaturliste und mir das gedruckte Skript bestellen. Ja, ich habe aber natürlich auch über die Learn-App dann Zugriff drauf, was ich euch gleich zeige. Dann gibt es hier noch ein Repetitorium, ja, ist auch nur eine PDF-Datei, wo auch noch ein paar Informationen drin stehen. Hier auch Informationen zum Kursfeed bzw. zur Teams-Gruppe. Musterklausuren hat man hier auch. Und hier, und das ist jetzt anders als in dem Modul, was ich euch eben gezeigt habe, gibt es auch Podcasts und Präsentationen, die man sich anschauen kann. Also ich kann mir hier tatsächlich auch Slides anschauen, Podcasts runterladen als MP3-Dateien und das Ganze gibt es hier auch in Videoform. Also das sind hier die sogenannten Interactive Video Lectures. Die hat man jetzt nicht mehr in diesem Modul Personal- und Unternehmensform. Da sind die Videos dann direkt in das Skript mit eingebaut, ja, was ich euch auch gleich nochmal im Detail zeigen möchte. Ja, aber ihr könnt euch dann von hier aus über MyCampus tatsächlich auch, ja, wichtige Themen über Videos hier dann anschauen. Ihr habt ja gesehen, das sind sehr, sehr viele Videos. Das sieht dann so aus, dass man dann hier über MyCampus einfach dieses Video lädt und sich dann anschauen kann. In dieser Video-Lecture wollen wir uns mit der Bilanz befassen. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses und auch gesetzlich geregelt. So sieht es dann aus mit den Videos, aber das ist nicht in jedem Modul so. Ja, das ist wichtig zu wissen, ihr habt jetzt wirklich nicht in jedem Modul so viel Videomaterial beispielsweise. Ich zeige euch als letztes Beispiel mal noch das Modul Agiles Projektmanagement, das ich hier auch belegt habe. Ja, nachdem ich das belegt habe, war ich ein ganz kleines bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, weil hier gibt es zum Beispiel kein Skript in diesem Modul. Ja, hier gibt es nur eine Aufgabe, einen Projektbericht oder sowas, was man hier dann als Prüfungsleistung absolvieren wird und muss. Aber es gibt kein richtiges Skript, ja, was ich ein bisschen komisch fand. Ich habe mir dann einfach aus der E-Bibliothek hier Bücher besorgt, Literatur zu dem Thema, habe die dann durchgelesen, ja, aber habe mich dann gewundert, ja, warum bin ich denn dann eingeschrieben hier an der Hochschule sozusagen, wenn ich da kein richtiges Lernskript dafür kriege. Es gab, glaube ich, auch keine Videos oder nur ein paar Videos hier dazu. Es gibt natürlich den Kursfeed, aber ihr seht hier, die Module sind auch einfach von Thema oder von Modul zu Modul ein bisschen unterschiedlich ausgestattet. Ja, in jedem Modul gibt es so ein paar andere Formen von Material, die man dann hier so vorfindet.
So, aber schauen wir uns mal die IU Learn App an. Und das ist neben MyCampus eins der ganz, ganz zentralen Tools im Fernstudium an der IU. Und ich würde mal sagen, das ist auch das, wo die IU wirklich anderen Hochschulen, Fernhochschulen wirklich sehr, sehr viel voraus ist. Weil der Online-Campus, ja, sind wir mal ehrlich, der ist jetzt zwar schon ganz gut gestaltet, zumindest MyCampus, aber es ist teilweise eben so ein bisschen verwirrend, ja, mit den ganz vielen anderen Möglichkeiten. Course-Feeds hier, da, Teams und so weiter, das ist alles so ein bisschen zerstückelt auf dieser Plattform. Das können aus meiner Einschätzung nach andere Hochschulen ein bisschen besser. Also ich habe euch mal beispielsweise den Online-Campus der Akkad University gezeigt und auch den Online-Campus der Hochschule Fresenius finde ich noch ein bisschen besser. Was diese Hochschulen, die ich jetzt genannt habe und auch andere, aber nicht so haben, ist diese Learn-App. Ja? Die hat zwar auch noch so die ein oder anderen Kinderkrankheiten, zumindest bei mir auf dem iPad, aber der Ansatz, den finde ich sehr, sehr interessant. Zum einen, weil die Hochschule hier, denke ich mal, die Möglichkeit hat, sehr viele Daten, ja, über Studierende zu sammeln, die ganzen Markierungen beispielsweise, wie lange liest man am Skript und so weiter, was bearbeitet man gerade für Skripte. Also ich denke mal, dass da noch sehr viel kommen wird, ja, und dass diese App wirklich mit der Zeit auch immer smarter werden wird in dem Sinne. Also das ist sehr interessant, aber für uns als Studis ist es auf jeden Fall schon mal sehr praktisch, dass man hier tatsächlich, also ich zeige euch jetzt die Web-Ansicht, ja, ich zeige euch gleich auch noch, wie das Ganze auf dem iPad aussieht, aber man hat hier eben über das Web auch Zugriff darauf, also über die Webseite. Und das Interessante für uns Studis ist, dass man hier auch die Möglichkeit hat, im Prinzip alle Skripte, ja, aus allen Studiengängen einzusehen und auf alle diese Skripte zuzugreifen. Also ihr seht wirklich hier eine riesen Masse an Skripten, die man hier so findet. Ja, so kann man sich hier wirklich auch außerhalb von seinem Fach mit Themen beschäftigen. Ja, man muss ja keine Klausur hier dann in einem von diesen Modulen machen, sondern sucht sich hier einfach irgendwas raus aus irgendeinem Studiengang und kann dann da anfangen, wirklich reinzulesen. Oder nutzt es eben auch, um einfach mal zu schauen, wie ist das Modul, was ich da belegen möchte oder belegen würde im nächsten Semester oder im nächsten Monat oder wie auch immer. Und ist es interessant für mich, ja, und kann da auch anhand dieser Funktion eben eine Entscheidung treffen. So, aber hier seht ihr die Module, die ich momentan bearbeite. Also ich weiß nicht, warum jetzt Buchhaltung und Bilanzierung hier nicht auftaucht. Müsste ich mir hier erst wieder raussuchen wahrscheinlich. Und das sind die Module. Ja, hier bei Agiles Projektmanagement gibt es keine Kursinhalte, hatte ich euch ja gesagt. Ja, da gibt es kein Skript, aber Personal und Unternehmensführung, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich jetzt anfangen, hier zu lesen am Bildschirm. Also, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich hier einfach tatsächlich am Bildschirm hier an meinem Rechner, wenn ich möchte, dieses Skript lesen. Das Laden dauert hier manchmal. Da haben wir es. Ich weiß nicht, warum das manchmal so lange dauert und so lange lädt, so auf dem iPad irgendwie so. Ich meine, ich habe eine sehr schlechte Internetverbindung hier, aber ich denke mal, nur daran kann es nicht liegen. Also hier muss, ja, hier müssen die Entwickler einfach noch mal ein bisschen ran. Ich hatte ja gesagt, das liegt oder steckt alles noch so ein bisschen in Kinderschuhen, hat mir hier den Eindruck. Aber ich hoffe mal, dass sich das dann auch in den nächsten Wochen, Monaten alles hier so ein bisschen verbessert, ja, vor allem mit dieser Ladezeit. Also jetzt habe ich hier mein Skript, ja, das könnte ich jetzt hier am Bildschirm weiter durcharbeiten. Mache ich selber jetzt nicht, ja, weil ich arbeite eben am iPad, aber geht eben auch hier am Monitor. Und auch hier kann ich Kommentare einfügen und so weiter und habe auch die ganzen Funktionen, die ich am iPad habe. Ja, ich kann mir hier beispielsweise auswählen, ob ich das Ganze im Dark Mode lese und so weiter, kann die Schriftart vergrößern. Was ich ja hier auf dieser Webseite in der Regel nutze, ist die Möglichkeit, mir Videos anzuschauen. Die kann ich mir zwar auch am iPad anschauen, aber das finde ich halt besonders praktisch hier, wenn ich direkt am Rechner bin. Und dafür klicke ich dann hier einfach auf Videos ansehen. Ja, und bei mir ist der Lernflow oder Lernworkflow momentan so, dass ich hier ein, zwei Kapitel durcharbeite. Dann, ja, gehe ich an den Rechner und starte diese Videos hier einfach nochmal so ein bisschen zur Wiederholung. Ja, also die sind relativ kurz. Ihr seht es hier. Management als Institut. Ja, hier wird dann einfach ein so ein Thema nochmal aufgegriffen, so ein bisschen in so einer Präsentation dargestellt in zwei, drei Minuten. Das ist nochmal schön, sehr praktisch, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu wiederholen, ja, was man dann hier im Skript tatsächlich gelesen hatte. Ja, das kann man auch am iPad nutzen, aber ich nutze das am liebsten hier so, dann wie gesagt, nachdem ich halt schon ein paar Kapitel oder sowas gelesen habe, um das Ganze hier nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das Ganze hier auf dem iPad aussieht.
So, hier haben wir die Learn-App der IU. Kleiner Tipp am Rande, ja, ladet euch, wenn ihr die Learn-App der IU runterladet, bitte auch unsere Fernstudienet-App runter, ja, runter findet ihr auch im Play Store oder im Store von Apple. Also könnt ihr euch gleich mit installieren, ja, und könnt dann mal gucken, was bei uns Neues gibt. Aber hier haben wir die IU Learn-App, ja, das Ganze eben auf dem iPad oder auf irgendeinem Tablet, ja, die läuft auch auf Android-Handys. So, und hier habe ich das Skript, was ich momentan bearbeite. Ihr seht im Prinzip dieselben Funktionen. Also auch hier habe ich die Möglichkeit, alle Skripte zu finden, ja, oder zu durchsuchen, die es so gibt an der IU. Und wenn ich jetzt hier auf Fortsetzen klicke, dann dauert das Ganze wieder so ein ganz kleines bisschen. Ja, das ist am Anfang, gerade am Anfang, wenn man die App noch nicht kennt, ein bisschen verwirrend, dass es dann hier immer so lange lädt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur an meinem iPad jetzt liegt, oder ob das, ja, generell, weiß ich nicht, generell ein Problem der App ist. Ja, dann kommt man hier auf diese Seite mit dem Titel. Ja, und wenn man unerfahren ist, dann wischt man hier mal jetzt erstmal hin und her, wenn man sich wundert. Und dann, ja, nach einer Weile hat man dann endlich den Text und springt dann auch an die Stelle, an der, ja, sich, oder an der man, zu der man zuletzt gelesen hatte. Ja, und ihr seht, hier kann ich mir jetzt auch schön, ja, meine oder meinen Hintergrund einstellen. Ja, manche von euch lesen ja wahrscheinlich lieber mit einem weißen Hintergrund. Passiert irgendwie nichts, wenn ich das hier ändere. Doch, dauert auch wieder so ein ganz kleines bisschen. Aber ich lese immer am liebsten halt hier in diesem Dark Mode. Ist ein bisschen angenehmer für meine Augen, ja. Ich bin auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Und auch die Schriftgröße kann man sich hier ganz gut einstellen. Ja, was auch manchmal passiert, ja, aber jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut, dass auch die Seiten hier, ja, wenn man dann die Seiten wechselt, ein bisschen langsam laden. So, was ihr hier seht, sind die Fragen zur Selbstkontrolle, die ich auch sehr, sehr praktisch finde. Ja, jetzt kann man einfach mal gucken, ob man sich auch das gemerkt hat, was man gerade gelesen hat in so einem Kapitel. Ja, und dann werden dann hier einfach nochmal so ein paar einfache Fragen gestellt. Die kann man dann hier wirklich ankreuzen und überprüfen, ob man das tatsächlich gewusst hat. Auch hier, wenn man dann das Ganze beendet hat, dauert dann einfach immer wieder, bis, ja, bis dann hier diese Seite sozusagen erscheint, ja, oder man dann hier einfach ein bisschen weiterlesen kann. Ja, die Abbildung finde ich auch ganz praktisch, dass man dann hier mal auf so eine Abbildung klicken kann und sich dann hier die Abbildung im Detail nochmal genauer anschauen kann. Ja, aber auch hier, wenn man das Ganze schließt, dann ist wieder ein bisschen Wartezeit angesagt bei dieser App. Ja, aber grundsätzlich ist das Ganze gut angelegt. Also ich bin mal gespannt, wie sich diese App entwickelt, wie smart die auch wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, rein theoretisch gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, eben Nutzerdaten auszuwerten, zu sammeln und dann anhand dieser ganzen Nutzerdaten und dem Wissen, ja, was die Hochschule dann über mich sozusagen sammelt, über meine Lerngewohnheiten, Lernfähigkeiten, mir dann bestimmte Fragen zu stellen, bestimmte Prüfungen, Prüfungsformen oder Frageformen vorzuschlagen, mir bestimmte andere Skripte vorzuschlagen, mir vorzuschlagen, was ich als nächstes am besten lerne, was ich nochmal wiederholen sollte und so weiter. Also bin ich mal gespannt, was die Hochschule hier draus macht. So, wo wir schon beim iPad sind, ja, was ich euch auch gut empfehlen kann, ist immer schön mit Karteikarten zu lernen. Auch das könnt ihr digital machen. An der IU gibt es auch die sogenannte Brain U App direkt von der IU. Ich habe die jetzt nicht direkt von der IU. Ich benutze die auch für andere Studiengänge, andere Kurse. Also es ist einfach eine App, mit der man sich seine Vokabelkarten oder seine Karteikarten anlegen kann. Also ihr seht, ich habe die hier wirklich für alle möglichen Kurse, die ich selber schon absolviert habe, angelegt. Ja, also ich kann dann hier wirklich meine angelegten Karteikarten damit einfach lernen. Ja, jetzt habe ich hier zuletzt für den Fitnesstrainer, für die Weiterbildung, die ich mache, gelernt. Ja, aber hier beispielsweise habe ich ein paar Karteikarten für Makroökonomie. Ja, dann werden mir hier die Fragen gestellt. Ja, und dann kann ich gucken, ob ich hier eine Antwort finde. Ja, die Karteikarten kann man sich ganz gut am Rechner erstellen, also direkt im Browser. Aber ansonsten, diese App ist auch so ein ganz kleines bisschen hakelig. Also viele von euch nutzen auch andere Apps, um sich Karteikarten zu erstellen. Oder ihr schreibt das einfach ganz klassisch wirklich auf Papier. Ja, ist vielleicht auch ganz sinnvoll, hat noch einen besseren Lerneffekt, als wenn man das Ganze immer nur digital macht. Ja, weil eigentlich diese IUBH Brain U App, ja, heißt sie noch, so ist der Namenswechsel auch nicht angekommen. Die gibt es hier zum Studium auch noch mit dazu, als Premium-Version sozusagen, wirklich mit allen freigeschalteten Funktionen.
So, schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze hier aussieht mit der E-Bibliothek, ja, oder mit den ganzen Bibliotheksfunktionen. Und dazu findet man hier in MyCampus über diesen, ja, diesen Button Infocenter hat man hier auch die ganzen Informationen, die man zur E-Bibliothek und so weiter findet. Ja, und wenn man da draufklickt, kann man hier direkt in der E-Bibliothek der Hochschule recherchieren, ja, also wie man das auch kennt. Also ich weiß nicht, je nachdem, ob ihr jetzt schon Bachelor habt und euch da schon so ein bisschen auskennt in Bibliotheksrecherche. Wenn man sich dann hier angemeldet hat, ja, kann man dann hier einfach eine Suche durch die Bibliothek der Hochschule ausführen. Also suchen wir nach Becker beispielsweise, ja, ein Autor eines oder der halt häufig in dem Studienskript, was ich gerade lese, erwähnt wird. Natürlich muss man die Suche hier dann noch so ein bisschen eingrenzen. Teilweise kann man sich dann Sachen hier gleich als PDF-Volltext herunterladen. Ja, aber noch sehr viel praktischer ist hier diese Übersicht der Datenbanken und Plattformen. Ja, und hier findet man wirklich eine ganze Menge Plattformen und E-Book-Portale und so weiter von Verlagen auch, mit denen die IUBH oder die IUN einen Vertrag geschlossen hat. Und dann kann man hier direkt sozusagen sich da einloggen und in deren Verlagsseite recherchieren und sich sehr viele E-Books, ja, und Bücher und so weiter, Zeitschriftenartikel auch dann direkt dort herunterladen. Schauen wir vielleicht nochmal hier in irgendeinen anderen oder bei irgendeinem anderen Anbieter rein. Ja, vielleicht mal hier E-Book Central, vielleicht finden wir da etwas. Und ihr seht, ja, jetzt kann man hier einfach den Katalog durchsuchen, ja, oder sucht sich einfach hier irgendwas aus. Also es ist jetzt nicht überall so, dass man sich da wirklich überall dann die E-Books gleich komplett runterladen kann. Teilweise muss man sich da auch dann noch Software installieren, die die ganzen Lizenzen und so ein kleines bisschen verwaltet. Aber man kann sich an vielen, ja, Anbietern hier auch einzelne Kapitel runterladen, ja, die man vielleicht braucht, irgendwie um eine Hausarbeit zu schreiben oder sowas. Ja, das ist ganz praktisch, ja. Und hier gibt es für verschiedene Fachbereiche eben verschiedene Anbieter. Was ich noch sehr praktisch finde, ist der Zugriff hier auf Statista. Ja, also man hat hier auch einen Zugriff auf Statista. Statista sagt euch vielleicht auch was. Also man kann sich hier dann direkt bei Statista einloggen und hat dann wirklich dann Vollzugriff auch auf sämtliche Statistiken dort. Ja, und darf die auch als IU-Hochschüler in seine Hausarbeiten oder sowas, ja, in seine Seminararbeiten, in die Abschlussarbeit vor allem auch einarbeiten und verwursten. Ja, man kann einfach mal gucken, wie es aussieht mit dem Thema Studium. Ja, dann sucht ihr hier einfach nach irgendeinem Thema, das euch interessiert. Ja, und findet dann da wirklich ohne Ende Statistiken. Ja, und könnt euch teilweise auch wirklich ganze Dossiers hier anschauen und runterladen, ja, und habt ihr wirklich hier sehr viele Statistiken, die ihr wirklich zu jedem erdenklichen Thema findet. Ja, also finde ich sehr praktisch, dass man hier quasi einen Vollzugriff drauf hat. Könnt euch das als PDF runterladen, ja, als Excel-Datei, PNG oder Bilddatei und so weiter. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und auf all diese Sachen hat man dann hier eben über die Bibliotheks-Services der IU Zugriff. So, letzte Sache, die ich euch jetzt hier noch zeigen möchte. Also ich hatte euch ja gezeigt, man hat hier Teams sozusagen, das man nutzen sollte. Und ich glaube, die Hochschule hat einen sehr umfassenden Vertrag mit Microsoft geschlossen. Also man hat hier nicht nur Teams, das man nutzen kann, ja, wobei Teams grundsätzlich ja erstmal kostenlos ist. Ja, wir benutzen das ja auch unternehmensintern, beispielsweise um Videokonferenzen sowas zu organisieren. Auch das E-Mail oder die E-Mails, die laufen alle hier über Outlook. Ja, also kann man hier auch online seine IU-E-Mails abrufen. Aber deswegen zeige ich euch das jetzt. Ihr habt hier auch im Prinzip die Möglichkeit, euch Word, Excel, PowerPoint und Outlook wahrscheinlich auch sozusagen als Apps zu installieren. Ja, die könnt ihr euch dann einfach hier runterladen und dann installiert ihr euch die einfach auf eurem Rechner. Ja, also Word braucht man ja gerade als Studi sehr häufig und auch je nach Studienfach solltet ihr euch auch Excel installieren. Ihr könnt natürlich hier wirklich Office 365 auch über den Browser benutzen, wenn das für euch praktischer ist. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall die Apps installieren und die könnt ihr euch installieren, egal ob ihr jetzt Windows-User seid oder ob ihr Apple-User seid, ja, und dann findet ihr hier, wenn ihr so ein bisschen rumguckt, die Möglichkeit, euch diese Apps runterzuladen, müsst euch da dann in der App Word oder Excel oder was auch immer mit euren IU-Zugangsdaten einloggen, könnt ihr da wirklich dann als Vollversion oder voll und uneingeschränkt nutzen, solange ihr an der IU eingeschrieben seid.
So, Freunde, also so viel hier zum Online-Campus der IU Internationalen Hochschule. Nochmal als Fazit, ja, es gibt zwei sehr, sehr wichtige Säulen. Ja. Nummer eins ist MyCampus. Das ist recht übersichtlich, ja, funktioniert auch ziemlich gut. Man hat eine schöne Übersicht über seine belegten Module, findet auch schnell raus, ja, wo man sich die Studienskripte runterladen kann, kann die dort anfordern und so weiter. Ein bisschen, ja, unpraktisch finde ich diese ganzen weiteren Möglichkeiten, die man dann von dort aus hat. Also man wird da dann an irgendwelche Seiten weitergeleitet, um eben, ja, sich für diesen Kursfeed einzuschreiben. Ist alles ein bisschen unübersichtlich, gerade für Leute, die, finde ich, nicht ganz so fit sind am Rechner, ja, wie ich das jetzt beispielsweise bin. Ich finde mich da relativ schnell zurecht bei sowas. Ja, aber ich finde, das könnte man auch besser gestalten. Das machen andere Hochschulen ein bisschen besser. Und die zweite tragende Säule ist die IU Learn App, ja, die ich vom Ansatz her wirklich sehr, sehr schön, sehr interessant auch finde. Ja, die ist auch gut gestaltet, finde ich. Also man kann auch gut lesen, sowohl am iPad als auch am Rechner. Aber die hat noch die ein oder anderen Kinderkrankheiten. Ja, also ist ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ob es nur an meiner Internetverbindung liegt, vielleicht liegt es auch nur an meinem iPad. Diejenigen von euch, die das Ganze auch benutzen, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, aber hier bin ich ganz sicher, dass das die Hochschule in der nächsten Zeit oder die Entwickler auch dieser Software in der nächsten Zeit, dieser App, verbessern werden. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt, ja, weil das wirklich ein großes Potenzial hat, hier das Lernen auch, ja, sehr, sehr interessant und auch smart sozusagen zu gestalten. Ja, also so viel zum Online-Campus der IU. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare eure Fragen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Eure.